so ein bisschen staune ich immer noch, dass ich hier sitze in dieser Konstellation nach vielen Gesprächen in den letzten Monaten, dass das möglich ist. Und ich finde, das ist eine ungeheuer faszinierende Entwicklung und eine große Chance, die sich uns allen bietet. Und ich will mir das Staunen und das freudige Staunen auch nicht so schnell nehmen lassen. Ich finde, das hat schon eine ganz besonderen Charme und auch eine ganz besondere Qualität. Und deswegen, in der Tat, freue ich mich sehr darüber, dass die Vorstände von Bündnis 90 Grünen im Bergischen Landtag, der FDP in dieser Stadt und der SPD ihren Mitgliedern vorschlagen, mich als gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten aller drei Parteien zu nominieren. Also nicht als der Kandidat von einer Partei, für den die anderen werben, sondern wirklich formal als Kandidat dieser drei Parteien. Und das ist schon sehr wichtig. Natürlich ist allgemein bekannt, dass ich seit über drei Jahrzehnten Mitglied der SPD bin, aber diese Kandidatur ist eine Kandidatur von drei Parteien. Und liebe Anita, wenn ich so überlege, wann habe ich mich politisch sozialisiert, wann habe ich angefangen, politisch zu denken, das war eine sozialliberale Zeit, das waren nämlich die 70er Jahre in diesem Land. Und nach 13 Jahren Umweltdezernent, die Kolleginnen und Kollegen haben dermaßen hemmungslos und rücksichtslos sozialisiert, dass ich wirklich mich in diesem Gleichklang sozial gerecht, ökologisch nachhaltig und gleichzeitig der ökonomischen Vernunft und, was sehr wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, einem freiheitlich-liberalen Gesellschaftsbild verpflichtet fühle. Was Besseres für mich persönlich als diese Konstellation kann ich mir gar nicht vorstellen. Und deswegen ist es keine Rhetorik, sondern ganz ernst gemeint, dass wir mit diesem Bündnis und auch meiner Kandidatur neue Wege gehen wollen. Wir wollen die fortschrittlichen politischen Kräfte in dieser Stadt bündeln und ein neues kommunalpolitisches Kapitel aufschlagen. Ein neues Kapitel, das, ich habe es gerade schon gesagt, gleichermaßen den sozialen Zusammenhalt, der ökologischen Erneuerung, einer zukunftsfähigen Bildungspolitik und der ökonomischen Vernunft verpflichtet. Und was das genau bedeutet, es ist gerade schon ausführlich beschrieben worden, darüber haben wir in den zurückliegenden Monaten manchen Abend diskutiert. In einer ausgesprochen konstruktiven, kollegialen und für mich persönlich, und ich denke, da spreche ich für alle, menschlich auch sehr bereicherten Art und Weise. Das gilt für uns vier hier auf dem Podium, aber auch alle Kolleginnen und Kollegen, die dort für die Parteien und Fraktionen heute anwesend sind. Und dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Das hat mir persönlich auch rein menschlich eine Menge gegeben und es hat dazu geführt, dass ich vieles in der Stadt viel besser verstehe, weil man kann Sachen, Strukturen, Fachthemen und Menschen überhaupt nicht trennen, denn das sind ja diejenigen, die das alles gestalten. Und Sie haben gerade auch schon erfahren, dass wir nicht nur diskutiert haben, sondern das, was wir besprochen haben, verbindlich aufgeschrieben haben. Und dieses Grundlagenpapier, das wird Ihnen ja gleich auch übergeben und das ist dann auch wirklich ganz bewusst für die öffentliche Diskussion. Niemand, der oder die für eine der hier aktiven und beteiligten Parteien stimmt oder für ihren gemeinsamen Kandidaten, kauft die berüchtigte Katze im Sack. Sondern es gibt ein ganz konkretes Angebot, das sicher an einigen Punkten auch von dem einen oder anderen überhaupt nicht gutiert wird. Aber das ist ja gerade die Demokratie, der Wettbewerb um die besten Ideen. Uns verbindet die gemeinsame Auffassung und Wahrnehmung, dass diese Stadt in der Tat einen neuen Aufbruch braucht. Sie braucht neuen Schwung, um nachhaltige Investitionen in die Zukunft zu realisieren und sie braucht deswegen den Mut, neue Wege zu gehen. Was sie nicht braucht, definitiv nicht braucht, sind ideologische Grabenkämpfe. Glaubenskriege, die Frage, welches abstrakte Ideal, welches abstrakte Programm muss jetzt sich auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Die Demokratie ist die Kunst des Kompromisses und anders geht es gar nicht. Und sie braucht auch nicht, das will ich ganz ausdrücklich sagen, Populisten von links und von rechts. Sie braucht auch nicht politische Kräfte, die offene Gesellschaft, ich habe nicht viel, aber ein bisschen von Karl Popper gelesen, in Frage stellen, das brauchen wir in dieser Stadt nicht. Und deswegen betrachte ich dieses Bündnis auch als ein Bündnis der politischen Mitte, als ein Bündnis schlicht der politischen Vernunft und der gesellschaftlichen Verantwortung. Und deswegen wollen wir auch gar nicht closed shops sein oder bleiben. Wir laden im Gegenteil alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich diesem Bündnis anzuschließen. Denn nur mit einer solchen Gemeinsamkeit können wir mehr erreichen als bisher.
Und das bedeutet auch, dass Menschen, die vielleicht überhaupt keiner Partei angehören und angehören wollen, hier trotzdem die Chance haben werden, sich zu beteiligen, ihre Ideen einzubringen, und wir werden uns damit beschäftigen. Diese Kräfte zu bünden und daraus konkrete Politik zu machen, dieses Bündnis in Realpolitik zu übersetzen und die uns gemeinsam wichtigen Dinge zu realisieren, diese Aufgabe, das ist die zentrale Aufgabe des Bürgermeisters in dieser Stadt, und deswegen bewerbe ich mich für diese Position. Ich kann jetzt nicht unser 16-seitiges Grundlagenpapier erschöpfend reparieren. Ich glaube, da löse ich hoffentlich eine gewisse Erleichterung aus, dass es jetzt keinen anderthalbstündigen Fachvortrag gibt, wobei Leute mit meiner Profession ja im Verdacht stehen, die Menschheit mit so etwas zu behelligen. Das will ich natürlich nicht tun, aber einige wesentliche Punkte möchte ich schon heute hervorheben, damit Sie sich auch ein Bild machen können, was für uns und auch für mich persönlich im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen soll. Themenfeld, Handlungsfeld 1, Bildung, Schule, Ganztag. Wir haben das gerade schon gehört. Da kann ich nur nahtlos dran anknüpfen. Die Zeit der Provisorien, der Notlösungen und der Wartelisten für die Grundschulen und die offenen Ganztagsschulen muss ein Ende haben. Und der Betrag von 150 Millionen Euro, der nach unserer Einschätzung mindestens notwendig ist, um das wirklich auch nachhaltig zu lösen, den werden wir in den nächsten 5 Jahren investieren müssen. Und zwar, wenn es nach mir geht, so schnell wie möglich und auch mit Priorität vor anderen Handlungsfeldern. Denn man muss die Dinge natürlich auch in irgendeiner Art und Weise nach Wichtigkeit und Bedeutung priorisieren. Und es geht mir nicht nur darum, rein quantitativ alle Kindern, allen Familien Plätze irgendwie anbieten zu können. Denn die offene Ganztagsschule, ich will nicht verschweigen, dass ich persönlich ein großer Freund des gebundenen Ganztags bin, aber das ist eben eine Frage, die wir auf kommunaler Ebene nicht zu lösen haben und nicht lösen können. Auch aus eigener Erfahrung, meine Kinder oder unsere Kinder sind jetzt fast erwachsen, aber ich kann mich noch gut an ihre Kita- und OGS-Jahre erinnern. Und da war das mit dem Thema Bildungsauftrag und Bildungsqualität nicht immer so ganz einfach. Und deswegen haben diese notwendigen Investitionen nicht nur etwas damit zu tun, schlicht allen einen Platz gewährleisten zu können, sondern auch die notwendige Qualität, die pädagogische Qualität, die Bildungsarbeit in den ÖGS, in offenen Ganztagsschulen auch wirklich zu ermöglichen und sie nicht dauernd unter Provisorien, umgewandelten Fachräumen und Ähnlichem leiden zu lassen. Zweites Handlungsfeld, Straßen und Mobilität. Die Straßen in dieser Stadt, und ich glaube, ich kenne niemanden, der das anders sieht, sind zu einem nicht unerheblichen Teil in einem inakzeptablen Zustand. Der bereinigte Buchwert hört sich technokratisch an, aber ist ganz leicht zu übersetzen in Realität. Das heißt, mit welchem Betrag die Straßen im Haushalt noch aktiviert sind, ist in den Jahren 2007 bis 2017 durch unterlassene Instandhaltung um gut 10 Millionen Euro gesunken. Die Straßen stehen jetzt nicht mehr mit nur 74,9 Millionen Euro, sondern mit 64,2 Millionen Euro in unseren Büchern. Das ist der in Millionen ausgedrückte Substanzverzehr, das Leben von der Substanz, und das muss ein Ende haben, und deswegen müssen wir und werden wir in den nächsten 5 Jahren diesen Substanzverlust in den öffentlichen städtischen Straßen wieder aufholen, und weil gleichzeitig aber die Abschreibungen natürlich weiterlaufen, braucht es dafür deutlich mehr als die 1 Million Straßenbauinvestitionen, die aktuell in der Finanzplanung etatisiert sind. Nach meiner Einschätzung müssen wir die mindestens auf 2,5 Millionen Euro pro Jahr erhöhen, um tatsächlich dann das Leben von der Substanz zu beenden und die Straßen zunächst einmal wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand in der Fläche zu bringen. Das allerdings, und das ist mir ausgesprochen wichtig, alleine, wenn das jetzt das Ende dieses Kapitels wäre, wäre aus meiner Sicht falsch. Denn wir dürfen uns nicht darauf konzentrieren oder beschränken, die Straßen 1:1 zu sanieren. Denn wenn wir die Straßen 1:1 sanieren, sanieren wir ein Straßensystem, das aus der Vergangenheit kommt und den zukünftigen Anforderungen nicht entspricht. Wir müssen gleichzeitig für die Straßen neu denken. Wir müssen sie so gestalten, dass sie für die Mobilität der Zukunft geeignet sind. Und da muss es darum gehen, und das wird ein Punkt sein, da gibt es sicherlich auch ganz andere Meinungen, und das muss man dann auch offen diskutieren. Es wird darum gehen, möglichst viel motorisierten Individualverkehr durch öffentlichen Personennahverkehr und Fahrrad und E-Bike zu ersetzen. Spätestens mit dem flächendeckenden Einsatz von E-Bikes ist nämlich auch das Problem oder das Gegenargument, die Topografie gibt das ja gar nicht her,
aus der Welt. Das hat für mich keine ausschlaggebende Bedeutung. Deswegen über das Aufholen des Substanzverzehrs hinaus müssen wir mehr tun und wir wollen uns am nationalen Radwegeplan orientieren und zusätzlich weitere 2 Millionen Euro pro Jahr in diese Thematik investieren, damit das Fahrrad in dieser Stadt endlich ein wettbewerbsfähiges Verkehrsmittel wird. Ich spreche aus täglicher oder zumindest fast täglicher Erfahrung. Sie wurden ja gerade auch schon erwähnt, ich bin ja auch Geschäftsführer der Bädergesellschaft, die ihren kleinen, überschaubaren Verwaltungssitz in Paffrath am Combibad hat. Und von meinem Büro in der Stadtmitte fahre ich da gern mit dem Fahrrad. Ich kann das. Weil ich vergleichsweise noch gut beieinander bin und ein sportlicher Mensch bin. Vielen, die ich kenne, würde ich diesen Weg mit dem Fahrrad gleich mit welchem E-Bike oder nicht, niemals empfehlen. Das ist eine Höllenfahrt. Und wir müssen endlich aufhören, in dieser Stadt den Fahrradfahrern die kalte Schulter zu zeigen. Die Fahrradfahrer brauchen ein freundliches Gesicht und das muss uns nach meiner festen Überzeugung auch diese Beträge, die ich gerade genannt habe, wert sein. Drittes Handlungsfeld: Klimaschutz und nachhaltige Stadtentwicklung. Ich bin der Auffassung, dass es nicht ausreicht, auf den Rheinisch-Bergischen Kreis zu verweisen, der, das muss man anerkennen, da in den letzten Jahren viel gemacht hat, 2-mal erfolgreich am European Energy Award teilgenommen hat und mit dem Hinweis, sind ja der kreisangehörige Stadt, die machen das schon für uns. Das ist nach meiner Überzeugung nicht ausreichend, sondern ich bin der Meinung, und das haben wir auch so vereinbart, dass wir ein integriertes Klimaschutzkonzept erarbeiten müssen. Und zwar ein solches, mit dem wir uns verbindliche städtische CO2-Reduktionsziele vornehmen und konkrete Klimaschutzmaßnahmen verbindlich beschließen. Das ist über viele Jahre liegen geblieben und wir haben an dieser Stelle enormen Nachholbedarf. Jetzt soll mir niemand kommen und sagen, Haushaltssicherung und es muss gespart werden, wir haben da feine Ressourcen. Ich habe als Umweltdezernent in Leverkusen 2003 ohne zusätzliches Personal den ersten Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Hat ehrlich gesagt die Öffentlichkeit wenig interessiert, weil die Zeit war noch nicht reif dafür, das ist heute komplett anders. Wir haben dann 2013 das erste städtische Klimaschutzkonzept erarbeitet und haben erfolgreich am European Energy Award teilgenommen und mein Nachfolger im Amt hat das fortgeführt und mittlerweile die zweite Teilnahme erfolgreich absolviert. Das heißt, man darf sich auch nicht dahinter verstecken, wir haben kein Geld, wir haben kein Personal. Es ist nach meiner Auffassung ganz klar auch eine Frage der Prioritäten, die man setzen kann. Warum ist das so wichtig? Zum einen, weil das Thema selbst, brauche ich nicht weiter auszuführen, von zentraler politischer Bedeutung ist, aber auch, weil diese Fragestellungen die Basis sind. Das gilt sowohl für die Mobilität als auch für den Klimaschutz, den man ohnehin nur gemeinsam denken kann, für die Antwort auf die Frage, wie soll denn überhaupt die weitere Stadtentwicklung aussehen? Erst wenn wir Infrastruktur und wenn wir, was die nachhaltige Entwicklung dieser Stadt angeht, mal eine Basis haben, können wir darüber weiter intensiv diskutieren. Und dann in der Tat, das ist gerade auch so schon angesprochen worden, ist die Grundausrichtung Innenverdichtung für Flächenverbrauch im Außenbereich. Ich nenne die 3 Projekte Cox, Steinbüche, Wachendorf. Das sind für mich Prototypen einer notwendigen und möglichen und vertretbaren Innenverdichtung. Und das Nutzen der Jahrhundertechance Zanders. Sie wissen, dass ich in Leverkusen auch mit der Bahnstadt in Opladen viel zu tun hatte und ich kenne auch das Steinmüller-Projekt und so ein Leuchtturm würde dieser Stadt ungeheuer gut tun, würde auch sehr viel Druck aus anderen Bereichen herausnehmen. Zentrumnah, ÖPNV angebunden, Wohnen, Arbeiten, Lernen, was auch immer, darüber wird man einen bürgerschaftlichen Dialog zu führen haben, zu realisieren. Was für eine tolle Perspektive. Viertes Handlungsfeld, moderne Verwaltung. Auf die Stadtverwaltung kommen große Herausforderungen zu, zum Teil sind die schon da. Die Stichworte sind Demografie, übersetzt Fachkräftemangel. Wir haben heute schon erhebliche Probleme, qualifiziert Stellen zu besetzen und das wird noch deutlich mehr. Digitalisierung, da ist dieses Land insgesamt, aber auch diese Stadt, da ist noch sehr viel Luft nach oben und da müssen wir ran. Und das Thema Digitalisierung verbindet man dann auch mit der Zielsetzung, eine sogenannte Digitalisierungsrendite zu erwirtschaften.
Das ist ein besonders schwieriges, aber auch besonders wichtiges Thema und da müssen wir ran. Und nur dann, wenn wir digitale Prozesse und Abläufe intensivieren können und in größerer Breite auch einsetzen können, werden wir wahrscheinlich, wenn wir den wahrscheinlichen weiter steigen, Fachkräftemangel begegnen können. Mir hat vor einiger Zeit mal jemand, der sich damit sehr gut auskennt, gesagt, ihr habt früher Digitalisierung immer diskutiert unter rein fiskalischen Aspekten. Wie könnt ihr denn durch Digitalisierung Aufwand reduzieren? Das ist immer noch richtig, aber ihr müsst ein zweites dazu denken. Wie können wir Aufgaben zukünftig durch Digitalisierung überhaupt noch erledigen? Weil ihr habt die Leute nicht mehr. Ihr könnt ausschauen, wie ihr wollt. Der Arbeitsmarkt kann die gar nicht mehr hergeben. Und das ist etwas, was wir mit Werf vorantreiben müssen. Und das geht nur und kann nur dann erfolgversprechend sein, wenn wir die Potenziale und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordern und unterstützen. Ich bin jetzt 2 Jahre hier unterwegs und mein nachhaltiger Eindruck ist, tolle, motivierte, schlaue Menschen, eine sehr gute Mitarbeiterschaft, eine sehr gute Belegschaft. Sie haben unsere Unterstützung absolut verdient. Und dazu gehören auch zeitgemäße Arbeitsbedingungen. Und ich persönlich bekenne mich deshalb ausdrücklich zum Neubau des Stadthauses am S-Bahnhof. Nach jahrelanger Diskussion und Vorarbeit müssen jetzt Taten folgen. Ich halte dies wirklich für ein unverzichtbares Projekt. Letztes Handlungsfeld, das ich ansprechen möchte, weil es mir auch wirklich wichtig ist und ich jetzt im 20. Jahr Feuerwehrdezernent bin. Ich gebe zu, mit den Jahren hat sich da auch sicherlich eine besondere Affinität dazu und zu den Menschen, die dort agieren, ergeben, aber es ist wirklich von großer Bedeutung für eine Stadt und deswegen gilt das mit den Taten, die folgen müssen, auch für unsere Feuerwehr. Sehr schön und erfreulich für mich persönlich ist, dass ich bei den Gerätehäuser Schildchen und Herkenrad in einen doch schon sehr gut angelaufenen Prozess einsteigen konnte, in Schildchen das eine oder andere interessante Verhandlungsgespräch zum Grunderwerb führen konnte, aber alles Geschichte und jetzt sind diese beiden Projekte in der Umsetzung, da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen und Gedanken mehr, dafür sind die Profis jetzt am Werk. Das große Sorgenkind, was die Feuerwehrliegenschaften angeht, ist unverändert die Feuerwache Süd in Bensberg an der Wipperfürther Straße. Und ehrlich gesagt, als ich da zum ersten Mal war, zum ersten Mal besucht habe, das war schon Schock. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es in dieser Region eine Feuerwehrimmobilie gibt, die in einem solchen Zustand ist und so wenig geeignet ist, den heutigen Anforderungen zu genügen. Und es ist ein unglaubliches Wunder, dass da neben den hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes auch der Löschzug Winsberg, der Freiwilligen Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr unverdrossen ihren wichtigen Aufgaben nachkommen. Seit Jahren haben sie einen zeitgerechten Neubau mehr verdient. Es ist ja allgemein bekannt, dass wir in der Verwaltung auch mit Hochdruck daran arbeiten. Und das muss jetzt wirklich das steht wirklich ganz vorne auf meiner Agenda. Jetzt werden Sie sich und vollkommen zu Recht fragen, ob das denn alles überhaupt bezahlbar ist. Denn was nützen die schönsten Ideen, wenn sie nicht zu finanzieren sind? Und ich bin der festen Überzeugung, ja, das ist alles solide finanzierbar. Es war nach meiner Amtsübernahme 2017 mein vordringliches Ziel, so schnell wie möglich den Haushaltsausgleich zu erreichen und zu wissen, dass wir den sogar ab 2020 vorgezogen haben im Vergleich zum früheren HSK, das ist 21 vorsah. Sie wissen aber auch, dass das mit den Mitteln, Instrumenten und Planungen des früheren Kämmerers so nicht gelungen wäre. Ich will es deutlich sagen, das HSK, so wie ich es vorgefunden habe, hätte so definitiv nicht funktioniert. Und Sie wissen auch, dass wir zu neuen Instrumenten greifen mussten, die mit relativ komplizierten Vorgängen auch im Bereich der Beteiligung zusammenhängen, da will ich die Runde hier nicht mit belästigen. Wichtig ist, dass diese Instrumente wirken und dass wir daher nach 2020, das ist heute schon klar, definitiv finanzpolitisch wieder Herr im eigenen Haus sein werden. Endlich können wir uns bei historisch niedrigen Zinsen so verhalten, wie es jeder zukunftsorientierte Unternehmer tut. In die Zukunft investieren, die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, und mit den zukünftigen Abschreibungen, die wir ja in unseren kommunalen Haushalten, im Gegensatz zu Bund und Land übrigens, abbilden müssen, die Investitionen generationengerecht dann wieder zu erwirtschaften, die Investitionen rezufinanzieren. Allerdings
Das will ich ausdrücklich sagen. Das bedeutet kein Relativieren und kein Abrücken vom Bekenntnis zu einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt. Dieses Bekenntnis ist für auch für dieses Bündnis eine unverzichtbare Geschäftsgrundlage. Und mit dem von mir vorgeschlagenen Haushaltsbegleitbeschluss, der sich mit den verschiedenen Handlungsfeldern der Haushaltskonsolidierung beschäftigt, beispielsweise einer flächendeckenden Produktanalyse, aber auch den Themen Verwaltungsprozesse und Digitalisierung, hat der Rat die Grundlagen dafür geschaffen. Darauf können und werden wir aufbauen, und ich habe aus den Gesprächen, die wir geführt haben, die feste Überzeugung gewonnen, dass dieses Bündnis dann auch die Kraft haben wird, Dinge zu tun in den kommenden Jahren, die möglicherweise nicht unbedingt nur populär sind. Wichtig ist, dass wir das, was wir tun und was die Bürgerschaft dann auch in der Finanzierung ihrer Kommune zu tragen hat, verbinden mit erkennbaren Fortschritten. Man kann den Menschen erklären, dass es richtig ist, Steuern zu zahlen, wenn sie gleichzeitig sehen, jedes Kind bekommt einen UBS-Platz, wenn sie gleichzeitig sehen, die Straßen sind wieder im vernünftigen Zustand. Was man den Menschen nicht vermitteln kann, dafür habe ich auch völliges Verständnis, wenn es nur darum geht, durch Steuern konsumtive Ausgaben irgendwie zu finanzieren und Dispo-Kredite zu decken. Insofern Investition, Verbesserung der Infrastruktur und Finanzpolitik, sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Das sind, meine Damen und Herren, alles enorme Aufgaben und große Herausforderungen an die Stadtgesellschaft, an die Politik und die Verwaltung. Und ich sage das offen und gebe das auch zu, ich habe einen erheblichen Respekt davor. Ich habe nicht die Hybris, nur weil ich dann eine Verantwortung übernehme, klappt das schon, sondern in all den vielen Jahren in einer kommunalen Führungsposition habe ich das unser Metier schon, glaube ich, so gut kennengelernt, dass ich um die Mühen der Ebene weiß. Nur wer sich keine Ziele vornimmt und wer sagt, wir lavieren uns so durch und sehen mal, was morgen passiert, der wird nichts erreichen, und insofern müssen wir uns gemeinsam diesen Aufgaben stellen, vor denen ich persönlich großen Respekt habe, und die Verpflichtung, die sich aus den sehr positiven Aussagen, für die ich mich ganz herzlich bedanken möchte, über meine Person ableitet, das ist schon ein großes Päckchen, das muss auch getragen. Und deswegen kann das keiner alleine tragen. Das ist eine große Gemeinschaftsaufgabe, und die Überschrift, das Motto unseres Handlungspapiers, unseres Grundlagenpapiers, Kräfte bündeln, Bergisch Gladbach kann mehr, soll das ja bezeichnen. Und es geht darum, diese Kräfte zu bündeln. Es geht aber auch darum, alle, die sozial, ökologisch und freiheitlich liberal denken. Ich sage bewusst da gibt es keine Oder. Also es ist für mich nichts, was ich in irgendeiner Art und Weise gedanklich ausschließe, sondern das gehört zusammen. Alle, die so denken, sind eingeladen, bei uns mitzumachen. Und dieses Bündnis und auch gerade meine Kandidatur sind ein ausdrückliches Angebot an alle, das zu tun. Und damit das auch möglich ist und ermöglicht wird, möchte ich in den nächsten Monaten mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Und ich freue mich darauf und bin neugierig, ob das, was wir hier vorstellen, wie das die Menschen denn sehen. Und ob es andere Vorstellungen gibt, ergänzende, und wie dieses im dauernden Prozess befindliche politische Geschehen sich dann weiterentwickelt. Wir machen einen klaren Aufschlag, von dem wir überzeugt sind. Aber auf der anderen Seite, was wir heute vorstellen, ist ein Auftakt, es ist kein Schlussabschluss. Und auf dem Weg bis zur Wahl wird noch unglaublich viel passieren. Und wir wollen ja keine statische Politik machen und müssen deswegen auch immer in der Lage sein, auf Neues zu reagieren. All dieses wurde gerade gesagt, werden wir Ihnen zunächst in jeweiligen Mitgliederversammlungen der drei Bündnispartner vorstellen und dort diskutieren. Und ich werde natürlich nach Kräften für dieses Bündnis und unsere Vereinbarung werben. Es ist mir persönlich aber ausgesprochen wichtig, das will ich auch ganz präzise so formulieren, dabei nicht zu überreden, sondern zu überzeugen. Es gab gerade in meiner Partei auch mal eine Basta-Ära. Das ist nicht mein Stil, und mir geht es nicht darum zu sagen, das muss jetzt sein, sondern ich bin der Auffassung, dass man Erfolg in einer Demokratie nur erreichen kann, wenn man nicht überredet, sondern überzeugt. Und aus diesen Diskussionen, auf die ich mich freue, das wird wirklich interessant und spannend, bin ich heute schon ganz sicher. Da gehe ich schlauer raus, als ich reingekommen bin. Aber ansonsten wäre es ja auch etwas merkwürdig, wenn es anders wäre. Ich gebe zu, mein Schul- und Touristenfranzösisch reicht nicht, um Victor Hugo im Original zu lesen. Ich
Ich beneide alle, die das können. Einige sind sogar hier, wenn ich es richtig weiß, aber ich kann das nicht. Deswegen muss ich mich darauf verlassen, was schlaue Menschen übersetzt haben. Und übersetzt hat man von Victor Hugo: Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und genau das, meine Damen und Herren, gilt für meine Begriffe, nach meinem Empfinden für dieses Bündnis. Seine Zeit ist in der Tat gekommen und deswegen freue ich mich sehr auf die kommenden Monate und ich glaube, wir gehen alle miteinander sehr positiv gestimmt und zuversichtlich in das Wahljahr 2020.